Ja, das mit den letzten Wochen ist so ein Ding. Ich glaube, dass es bis zum Stuttgart-Spiel alles in Ordnung war. Wir haben in Mailand gewonnen, wir haben in Leverkusen einen Punkt geholt, wir haben davor gegen Gladbach gewonnen. Und jetzt hatten wir halt zwei Spiele innerhalb von 4 Tagen, wo wir halt zweimal verloren haben, leider. Aber ich glaube, dass das auf die Stimmung von den letzten Wochen jetzt nicht auswirkt. Wir haben in der Mannschaft, im Verein eine gute Stimmung. Wir probieren das weiter aufrechtzuerhalten. Und wenn die Ergebnisse natürlich kommen, dann wird die Stimmung immer besser. Wir haben jetzt in der Champions League einfach vielleicht einen Tick besser performt wie in der Bundesliga, vor allem gegen die Top-Mannschaften auswärts auch. Deswegen probieren wir morgen wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gegen PSG zu zeigen und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, dann haben wir auch gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Ja, ich glaube, dass es der sportliche Wettbewerb hergibt, dass wir einfach Erster in der Gruppe werden wollen. Das hat nichts mit PSG zu tun oder mit den anderen Mannschaften. Wir probieren morgen in unserem Stadion ein sehr gutes Spiel zu liefern. Ob wir am besten Fall, dass wir das gewinnen und dann als Gruppenerster in die K.O.-Runde einziehen. Ja, man kennt ja viele Spieler aus dem Fernsehen. Man weiß die Einzelheiten gegen Kolomani haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gespielt. Deswegen, es sind vor allem sehr, sehr schnelle Spieler. Da musst du eher ein bisschen auf der Hut sein, die Tiefe zu verteidigen gegenüber anderen Spielern. Aber jetzt besonderes Typ, wo du vor dem Spiel dich darauf vorbereiten willst, machst du jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, du bereitest dich auf jedes Spiel gleich vor. Natürlich sind die Gegner wahrscheinlich jetzt in der Einzelperson ein bisschen besser als andere vielleicht. Aber wie gesagt, ich glaube, die Tiefe verteidigen ist ganz gut und wenn du das hinkriegst, dann probierst du ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen. Wenn alle 11 Spieler auf dem Platz verteidigen, ich glaube, das ist das Grundprinzip, dass die Verteidigung nicht immer erst anfängt in der Abwehr, sondern ich glaube, das fängt auch vorne an. Wir hatten viele Spiele, wo wir sehr, sehr stabil waren. Wir hatten jetzt in letzter Zeit viele Spiele, wo wir zu viele Gegentore bekommen haben. Da müssen wir uns alle hinterfragen, ob das die Abwehrspieler sind oder andere Spieler. Ich glaube, wenn wir in der Kompaktheit stehen, wenn wir im Gerüst stehen, dann sind wir relativ stabil, kriegen wir kaum Gegentore. Aber wenn wir das Spiel offen gestalten mit hin und her, dann wird es schwer auch für uns Verteidiger. Deswegen, ich glaube, die Kompaktheit ist der Schlüssel. Und wenn wir das hinkriegen, dann gibt es auch wieder Spiele, wo wir wenige Gegentore kassieren.